wir grüßen euch ganz herzlich. Wir sind Susi und Susi vom Marineclub in Gotha. Eigentlich findet ihr uns auf dem Seebergsportplatz überwiegend. Marine hört sich an wie Seesport, genau das ist es auch. Also Seesport Mehrkampf heißt, wir machen Schwimmen, wir machen Rudern, wir machen Tauklettern, wir machen Knotenlehre. Bei uns wird auch gelaufen und ganz nebenbei hat man ganz viel Spaß und Freude. Wir sind offen für alle und wir haben uns gedacht, wir zeigen euch heute oder wollen mit euch heute einfach ein paar Übungen machen, die ihr zu Hause durchführen könnt. Wenn ihr schaut, wir haben so ein kleines Kreuz hier aufgelegt. Das sind Seile bei uns, aber wenn ihr zu Hause keine Seile habt, es geht auch ein ganz normales Handtuch. Da habe ich so ein T-Shirt noch aussortiert, was ich gefunden habe. Schön wäre, wenn ihr verschiedene Farben habt, weil wir die einfach mit einsetzen. Und als Markierung haben wir uns einfach gedacht, wir nehmen Toilettenrollen, die sind auch überall übrig. Also alles, was ihr eigentlich zu Hause auch habt. Okay, gut, dann lasst uns einfach anfangen. Erstmal ein bisschen machen wir uns warm. Kreist mal locker eure Schultern so ein bisschen nach hinten. Dass es so ein bisschen warm wird, der Schulter-Nackenbereich. Dann nehmt die Arme mit dazu, kreist eure Arme richtig weit. Kommt. Könnt ruhig dabei ein bisschen die Knie beugen und die Hüften. Und so ein bisschen, mit, dass eure Fersen vielleicht ruhig sich beim nach oben gehen abheben. Sehr gut. Okay, dann grätscht eure Beine einfach ein bisschen, geht mal zur Seite, nach links und geht nach rechts. Streckt euch in die Seiten rein. Könnt ihr nochmal richtig tief durchatmen. Ich hoffe, ihr habt vorher die Fenster mal aufgemacht, dass ihr richtig schön frische Luft habt bei euch. Okay, und dann gehen wir auch nochmal nach unten. Macht es erstmal vorsichtig. Geht tief zu euren Füßen und streckt euch hier einfach nochmal nach oben. Nochmal, geht nach unten, lasst mal den Kopf hängen und kommt wieder nach oben hoch. Noch einmal, geht tief und streckt euch wieder nach oben. Sehr gut. Okay, dann stellt euch mal auf das rechte Bein und guckt mal, wir können einfach gleich mal probieren. Ihr geht mit dem rechten Fuß einfach mal auf ein Seil drauf. Egal welche Farbe ihr erstmal nehmt, haltet mal die Balance. Und dann kreist man mit eurem Bein einfach so ein bisschen nach außen. Bleibt ganz sicher stehen. Oh, das ist eine ganz schön wackelige Angelegenheit hier. Sehr gut. Okay, wechselt mal andere Seite, das Gleiche. Ja, steht ganz sicher und dann wird gekreist. Die Richtung ist egal. Einfach, dass wir so ein bisschen unsere Hüftgelenke ein bisschen mit aufwärmen. Okay, dann wollen wir ganz viel mit unseren Füßen arbeiten, deswegen lauft einfach mal so ganz locker auf der Stelle. Und das ist ja ein bisschen langweilig, gell? Geht mal nach links und rechts über euer Seil drüber. Ja, einfach zu den Seiten, nach links und rechts. Und damit wir ein bisschen mehr uns bewegen, nehmen wir das ganze Seil. Guckt mal, dreht euch einfach mal, lauft hier mal nach links und rechts. Hopp und hopp. So, und ihr seht, Susi und ich, wir machen es hier zu zweit. Das ist natürlich schöner, wenn man zusammen Sport machen kann, aber ihr könnt es genauso auch für euch alleine machen. Wechselt nochmal, jetzt gucken wir natürlich zu euch und zeigen euch nicht unseren Po. Gell? Einfach nach links und rechts, drüber steigen, Füße ein bisschen warm machen. Okay, und dann nehmt das letzte Seil auch noch und geht auch hier einfach nochmal nach links und rechts über das Seil drüber. Sehr gut. Okay, haben wir die Füße schon ein bisschen warm? Dann würde ich vorschlagen, lauft mal so ein bisschen, guckt mal, sucht euch mal ein Seil und ihr balanciert einfach mal über euer Seil drüber. Ja, also von dem einen Seil zum nächsten. Und wenn ihr jetzt natürlich hier am Endpunkt seid, müsst ihr wieder nach hinten. Wenn ihr zu Hause seid, macht es ohne Schuhe. Dann spürt ihr nämlich auch ein bisschen, wie die Seile so ein bisschen eure Füße hier hineindrücken. Und man kann natürlich das Kreuz, wenn ihr den Platz habt, auch viel, viel größer machen. Okay. Habt ihr? Sehr gut. Na dann, passt auf. Wir haben ein großes Revier. Wir laufen einfach mal um unsere Markierung, um unsere Rollen drumherum. Guckt mal, dass ihr einfach noch ein bisschen warm werdet. Und dann könnt ihr auch einfach hier lang schlängeln. Ihr braucht einfach nur hier drumherum. Und auch mal hier. Und macht einfach mal einen lockeren Schlängellauf. Okay, ich glaube, jetzt haben wir uns ganz gut aufgewärmt und dann wollen wir mit unseren Farben noch ein bisschen arbeiten. Das heißt, wir fangen ein bisschen an, locker auf der Stelle zu springen, ganz locker. Ja? Und dann springt einfach mal über eure Seite drüber im Viereck. Vor, Zwischenhüpfer, vor. Nochmal, vor, vor. Eine Runde noch, vor, vor. Vor, vor. Sehr gut. Okay, Füße ein bisschen auflockern.
Wer die Pause nicht braucht, der macht einfach zu Hause weiter. Vorwärts können wir springen, seitwärts können wir auch springen. Das kriegt ihr hin, gell? Stellt euch einfach seitwärts an euer Seil dran und dann versucht erstmal hin und her in einem Seil zu springen, nach links und rechts. Ne? Rüber, rüber. Schaffen wir, oder? Dann versuchen wir das Ganze jetzt wieder in unserem Viereck. Okay? Aufgepasst. Springt einfach einen Zwischenhupfer, dreht euch, weiter hüpfen. Hüpfen, seitwärts. Hüpfen, seitwärts. Nochmal, komm. Hopp, springen. Drüber, noch einmal. Hopp und hopp. Und ihr seht schon, es ist total egal, wie ihr euch dreht, in welche Richtung ihr euch bewegt, könnt ihr ganz flexibel sein. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Füße mal ein bisschen auflockern. Steht mal auf dem rechten Bein und kreist einfach mal euren linken Fuß. Haltet die Balance. Ihr könnt die Hände dazu entweder in die Hüfte nehmen oder ihr nehmt die Arme mal an die Seite, probiert es einfach aus. Oder nehmt die Arme nach oben. Okay, der linke Fuß hat genug. Nehmen wir rechts. Ja, probiert nochmal. Rechter Fuß. Ihr fangt an einfach zu kreisen. Nehmt mal die Arme an die Seite. Könnt aber auch probieren, ob es nach vorne geht. Ja, oder ein Arm ist hinten, einer ist vorne. Alles ist möglich. Okay, und stopp. Gut. So, jetzt seht ihr schon, haben wir nicht umsonst die vier Farben aufgemacht. Jede Farbe ist eine Bewegung. Bei Gelb, wenn ich die Farbe Gelb rufe, legen wir uns ganz schnell auf den Bauch. Ja, und dann nehmen wir unsere Arme nach oben und unsere Beine. Das wäre die erste Farbe. Bei Blau stellen wir uns ganz schnell auf ein Bein. Ja, stellt euch vor, das ist wie Feuerwassersand, dass ihr nur einen Fuß wirklich im Wasser habt, dass ihr nicht so nasse Füße bekommt. Bei Rot setzen wir uns auf den Po und dann wird einfach mal eine Runde Fahrrad gefahren. Nehmt die Arme nach oben, nehmt eure Füße nach oben und fahrt einfach mal ein bisschen Rad. Ja, kräftigen wir ein bisschen unsere Bauchmuskulatur. Okay, und dann haben wir noch Grün. Das ist eigentlich ganz einfach. Bei Grün machen wir einfach einen Hampelmann. Jetzt könnt ihr gucken, ob ihr das so macht, dass ihr das Seil, wenn es geht, nicht berührt. Es geht auf und es geht zu. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir laufen einfach kreuz und quer. Ja, bewegt euch durcheinander, durch euren Raum. Das habe ich schon geklatscht und habe noch gar nichts gesagt. Machen wir gleich nochmal rot. Schnell wie es geht auf das rote Seil, Arme nach vorne, Fahrrad fahren. Sehr gut. Vergesst dabei nicht, dass er ein bisschen lächelt bei den Übungen. Okay, kommt nochmal nach oben. Bewegt euch wieder. Laufend, ihr könnt natürlich auch springen, ja? Ihr könnt einen Hopserlauf machen, das kennt ihr auch. Blau. Was war denn blau? Einbeinstand, gell? Nehmt die Arme entweder in die Seite oder in die Hüfte, wie ich es euch vorhin gezeigt habe. Okay, nochmal, bewegt euch. Laufen. Könnt auch mal so über das Kreuz ja drüber laufen. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir hier zwei Kreuze haben. Wenn ihr nur so ein kleines habt, ihr könnt auch einfach von der einen Wand zur anderen Wand laufen. Und dann kommt Gelb. Legt euch schnell auf den Bauch. Und jetzt versuchen wir, den Flieger zu machen. Das heißt, ihr hebt eure Füße ab, hebt mal euren Oberkörper mit ab und streckt eure Arme nach vorne. Haltet hier. Eure Pobacken, die sind ganz, ganz fest zusammengekniffen. Atmet, haltet. Spürt mal, wie eure Rückenmuskeln hier mitmachen. Und dann kommt nach oben. Kommt nochmal nach oben hoch. Und locker. Okay, haben wir alle vier gemacht. Grün aber vergessen. Oh, Hampelmann, dann kommt dann schnell zu Grün. Machen wir das einfach noch hinten dran. Auf geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich finde, das war ein schöner Abschluss dafür. Okay, jetzt könnt ihr eigentlich das Spiel unendlich lange machen. Ja? Vielleicht sagt euch jemand eine Farbe. Ihr könnt aber auch einfach sagen, gut, jetzt habt ihr euch schon mal ganz gut bewegt und macht eine kurze Pause. In unserer Pause, das müsstet ihr jetzt zu Hause auch machen, legen wir uns um unsere Seile Karten. Wir haben uns ein UNO-Kartenspiel ausgesucht. Ganz wichtig, seht schon, die Susi macht es gerade, dass ihr die vier Farben in die Felder packt. Also, ein Feld macht ihr gelb, eins blau, eins rot, eins grün. Es ist total egal,
ob das jetzt zu eurer Seilfarbe passt. Gell? Also wenn ihr auch unterschiedliche Seile oder unterschiedliche Farben habt, ganz egal. Die anderen Karten verteilt ihr. Ja, guck mal, wir nehmen das relativ weit. Ihr könnt die in eurem ganzen Zimmer verteilen. Dreht sie natürlich um. Gell? Also wir wollen ein ganz kleines bisschen schon die Neugierde haben, ob wir wirklich die richtige Karte finden. Okay, ich würde sagen, warte Susi, du zeigst es vielleicht einfach und ich erkläre es. Ja? Im Grunde geht es darum, wir haben jetzt hier 10 Karten liegen von jeder Farbe. Ihr könnt daraus einen richtig kleinen Wettbewerb machen, indem ihr die Zeit stoppt. Ja? Ziel ist es im Grunde, auf mein Signal loszulaufen und so schnell wie möglich die Karten immer einzeln aufzudecken und zum Feld in der Mitte zu bringen. Okay, und los geht's. Susi zeigt es einfach. Ja? Rot wird zum roten Feld gepackt. Gelb. So, und dann guckt auf die Uhr, guckt auf die Zeit, wie lange ihr dafür braucht. Jawohl. Kommt, ein bisschen noch. Also wir haben jetzt schon hier, naja, knapp die Hälfte. Wie weit seid ihr? Jawohl. Ihr könnt jedes andere Kartenspiel nehmen. Ihr könnt ein Skatkartenspiel nehmen. Ihr könnt im Grunde genommen auch ein normales Quartettspiel nehmen. Also das, was ihr möchtet. Jawohl. Komm, Susi, Endspurt. Sehr gut. Dabei versucht ihr immer wieder schön nach oben und wieder nach unten. Gell? Also schön in Bewegung bleiben. Guckt genau, dass ihr die richtige Farbe findet. Jawohl, die letzten drei, die Zeit läuft. Jawohl, well, was fehlt uns noch? Ich würde sagen, blau, der Haufen sieht noch kleiner aus, genau. Und bestimmt noch eine grüne Karte. Richtig. Richtig, boah. Wow. Ja? Und dann könnt ihr natürlich hier, wenn ihr zu zweit seid, dann verteilt die so, dass ihr vielleicht auch einen Wettbewerb dazu habt. Okay, zum Abschluss stellen wir uns einfach nochmal auf unser Dreieck. Ihr zieht mal euren Seil ein bisschen enger zusammen. Und ich möchte mit euch am Ende eine Übung machen, die so ein bisschen den Puls herunterfährt, wo man sich so ein bisschen erholt. Ihr kennt die bestimmt auch alle. Das ist eine Übung fürs Gleichgewicht. Gleichgewicht ist ganz wichtig, ja? Dass wir schön stabil sind, sicher sind in der Bewegung. Steht auf eurem Lieblingsbein, rechts oder links. Und dann nehmt ihr entweder den linken Fuß vor den rechten. Oder, wenn ihr das gut könnt, könnt ihr auch den linken Fuß auf dem rechten aufstellen. Wenn das gut geht, nehmt ihr euren linken Fuß an den linken Unterschenkel und wer gut beweglich ist, kann ihn auch an den Oberschenkel bringen. Da, wo er hinpasst, da legt er den Fuß einfach ab und dann nehmt einfach mal die Hände vor dem Herzen zusammen, nehmt die, faltet die fest zusammen und versucht einfach mal tief ein- und auszuhalten. Vielleicht kennt ihr der eine oder andere die Übung, der Baum aus dem Yoga. Und das ist eine schöne Übung, dass ihr euch zwischendurch mal konzentriert, dass ihr zur Ruhe kommt, dass ihr eure Balance findet. Und wenn ihr wollt, dass euer Baum immer weiter wächst, dann lasst eure Arme einfach mit nach oben wachsen. Ja, die Arme gehen immer weiter und weiter nach oben. Macht euch ganz groß, bleibt sicher stehen. Und vielleicht entfalten sich auch eure Blätter, so wie es im Frühjahr jetzt bald der Fall ist. Ja, und wenn dann der Sommer kommt, dann steht der Baum in voller Pracht. Und irgendwann kommt leider wieder der Herbst. Sie haben noch ein bisschen Zeit bis dahin. Aber dann schüttelt einfach alle Blätter wieder ab. Macht euch mal ganz klein und kommt wieder nach oben. Jetzt versuchen wir das gleich noch mit unserem nicht vielleicht Lieblingsbein. Also wieder entweder den linken Fuß jetzt. Also wir haben jetzt mit rechts, an links, mit rechts angefangen. Gell? Nehmen wir jetzt links, ihr könnt es auch tauschen. Stellt den rechten Fuß vor den linken. Oder stellt euren rechten Fuß einfach hier ab, auf dem linken. Nehmt ihr dann die Seite, da wo der Fuß gut hinpasst. Habt ihr den Fuß an der Wade oder am Oberschenkel, zeigt das Knie so ein bisschen nach außen. Und dann nehmt die Hände einfach wieder zusammen. Ja? Stellt euch wieder vor, der Baum, so wie es jetzt teilweise noch draußen ist, im Winter oder im frühen Frühjahr, dann sind die Knospen noch nicht so weit, dann ist er noch ganz kahl und dann langsam wird der Baum immer voller und voller. Ja, meine Arme, meine Blätter, die entfalten sich immer mehr. Und der Baum steht im Sommer in seiner vollen Pracht, steht ganz fest und stabil. Bei manchen sind die Arme, die Äste auch weiter zur Seite ausladend. Und im Herbst, dann kommt der Herbststurm. Und dann werden die Blätter alle wieder einfach abgespült. Abgeschüttelt, nicht abgespült, abgeschüttelt natürlich. Gell? Okay, kommt nach oben und dann atme nochmal tief ein. Und langsam wieder hinten aus. Okay, damit ist unsere Übungsstunde zu Ende. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und seid neugierig auf das, was wir euch noch so mitgebracht haben.